dem Wort Bücherei assoziiere ich? Viele Bücher. Ich war immer viel in der Bücherei, also schon in Baden. Ich bin in Baden aufgewachsen und ja, ich liebe die städtischen Büchereien. Mein liebster Leseort? Liegend auf der Couch. Der beste Roman aller Zeiten? Moby Dick, weil Moby Dick nicht ein Roman ist, sondern mehrere Romane, weil unterschiedlichste Sprachstile vorkommen, weil eigentlich das Thema, also irgendwie kein Thema gibt, gleichzeitig alle Themen drinnen sind, die man sich nur vorstellen kann. Gedichte lese ich? Sehr, sehr selten. Also hin und wieder versuche ich, Gedichte zu lesen. Aber ich habe irgendwie keine Form für mich noch gefunden, weil dann lese ich ein paar Gedichte, dann denke ich mir, das ist eigentlich super, aber dann sind sie so schnell wieder weg und dann, also ich, ja, relativ selten, muss ich sagen. Dort komme ich zur Ruhe? In der Badewanne, aber ich bade nicht so gern, sondern ich dusche ohne Duschvorhang, mit einem ganz normalen, also mit so einer Dusche, die man nehmen kann. Und ja, weil einerseits kann man gut entspannen, andererseits hat man gute Ideen und das ist einfach toll. Das macht mich wirklich zornig. Zornig macht mich Ungerechtigkeit, in welcher Form auch immer, fehlende Zivilcourage, österreichische Politiker und Politikerinnen. Alle Politikerinnen und Politiker? Also es gibt Ausnahmen, aber es gibt leider sehr wenige Ausnahmen. Der Sinn des Lebens ist für mich? Also ich kann da nur eine sehr banale Antwort geben, aber ich glaube, jeder muss für sich den Sinn des Lebens selber suchen und das Leben besteht im Leben.